Hallo, der Trant hier. Ihr kennt sie doch auch, diese Spiele-Trailer, die von manchen YouTube-Kanälen betitelt werden mit Insane Ultra Realistic Unreal Engine 5 4K 60 Gameplay. Die dann aber meist von eher unbekannten Entwicklern stammen und in der Regel nur einen Prototyp-Status abbilden, wenn überhaupt. Klar, von sowas lässt man sich gerne clickbaiten. Letztendlich hat sich das Schlagwort Unreal Engine 5 fast schon zu einem Synonym für realistisch wirkende Echtzeitgrafik entwickelt. Und die Bilder hinter solchen Videotiteln sind dann ja auch meist recht eindrucksvoll. Aber ob aus solchen Konzeptvideos irgendwann mal wirklich vollwertige Spiele werden, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. In den letzten ein, zwei Jahren haben sich doch eine ganze Menge dieser Trailer auf YouTube angesammelt und einen Teil davon will ich jetzt mal versuchen einzuordnen. Was für ein Spiel soll es werden? Wer arbeitet daran? Und wie hoch ist die Gefahr, dass das Gezeigte niemals fertig wird und im Vaporware-Nirvana verschwindet? Starten wir mit Unrecord, einem der bekanntesten Vertreter dieser Kategorie. Ende April 2023 erschien das erste Gameplay-Footage von diesem Titel und es schlug ziemlich hohe Wellen. Man musste echt dreimal hinschauen, um zu checken, dass es sich hier wirklich um echtzeitberechnete Grafik handelt und nicht um ein Video. Wie der realistische Look zustande kommt, ist aber schnell erklärt. Einerseits ist da die sehr authentische Beleuchtung, die sich mit der Unreal Engine 5 verhältnismäßig leicht realisieren lässt. Andererseits haben wir hier aber auch die wackelnde Bodycam inklusive Linsenverzerrung sowie die von der Kamera entkoppelten Arme des Spielercharakters. In Verbindung mit der Grafik sorgen diese beiden Tricks dafür, dass unser Gehirn die Bilder nicht als ein Videospiel interpretiert, sondern sofort denkt, das ist doch echt. Unrecord wird beschrieben als ein storygetriebener Singleplayer-First-Person-Shooter. Die Geschichte dreht sich um einen Polizisten, der eine Reihe komplexer Kriminalfälle zu lösen hat. Taktische Planung bei Einsätzen ist enorm wichtig, da kleinste Fehler zu einem Scheitern führen können. Zudem sollen auch detektivische Arbeit sowie Dialogentscheidungen eine Rolle spielen. Auch wenn es den Anschein hat, Unrecord soll kein VR-Titel werden. Nur ob man das mit Maus und Tastatur präzise genug spielen kann, so ganz ohne Fadenkreuz, muss man abwarten. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen, ehrlich gesagt. Hinter Unrecord steckt ein junges französisches Indie-Studio namens Drama, welches derzeit einen Publisher sucht. Gegründet wurde es 2020 unter anderem von Theo Iribarn, der auch als Musiker unter dem Namen Faudacé bekannt ist. Aktuell scheinen insgesamt nur 4 Leute an dem Projekt zu arbeiten, allerdings möchte man vorab schon mal mit potenziellen MitarbeiterInnen in Kontakt treten. Eine professionelle Website inklusive FAQ und Presskit, Accounts auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen sowie ein Eintrag auf Steam deuten darauf hin, dass man das Projekt ernsthaft vorantreiben möchte. Klar, eine Garantie dafür, dass Unrecord wirklich irgendwann ein fertiges Produkt wird, ist all das nicht, aber der Gesamtauftritt wirkt doch professionell genug, um dem Team vorerst Glauben zu schenken. Die Vaporware-Gefahr würde ich vorerst als eher gering einschätzen. Der nächste Titel wirkt sehr ähnlich, da er ebenfalls auf eine Bodycam-Ästhetik setzt. Und tatsächlich heißt er auch einfach nur Bodycam. Allerdings handelt es sich hier um einen Team-Deathmatch-First-Person-Shooter. Gespielt wird ganz klassisch mit Maus und Tastatur bzw. mit dem Controller, VR-Support ist nicht geplant. Bodycam stammt von den zwei französischen Brüdern Luca, 20 Jahre alt, und Leo, 17 Jahre alt, die sich unter dem Namen Resat Studio zusammengeschlossen haben. Eigentlich hätte ich an dieser Stelle gern auch deren Website eingeblendet, von der ich die Infos habe, aber als ich sie capturen wollte, war sie offline. Ich konnte lediglich noch ein Gerüst davon über die Wayback Machine abrufen. Was uns zur Frage bringt: Sind wir mal ehrlich, die beiden Jungs sind noch sehr jung und ob und wie professionell sie arbeiten können, müssen sie erst noch beweisen. Sie legen zwar ein großes Engagement an den Tag und posten fleißig Clips auf Social Media, der letzte Clip auf X ist gar nicht mal so alt, und sogar ein großes Presskit mit allerlei Videos, Logos und Dokumenten konnte man sich von ihrer Website downloaden. Trotzdem würde ich im Moment nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es Bodycam zur Produktreife schafft. Mit Lost Fragment schwirrt dann noch ein weiteres Bodycam-Projekt durchs Netz, das auf Unreal Engine 5 basiert. Scheint so, als hätten wir es mit einem neuen Trend im Indie-Sektor zu tun. Der Unterschied zu den erstgenannten Titeln ist jedoch, dass Lost Fragment als Survival-Horror kategorisiert wird. Mehr als einen gut 50-sekündigen Clip auf YouTube gibt es noch nicht zu sehen, aber der macht immerhin einen tollen Eindruck, sowohl grafisch als auch atmosphärisch. Die Person hinter Lost Fragment stammt aus Japan und nennt sich auf YouTube und X Nihil Inanna.
Beide Accounts wurden erst im August erstellt und sind somit noch sehr jung. Eine Website oder andere Informationsquellen fehlen. Aufgrund der dünnen Faktenlage würde ich die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um Vaporware handelt, als hoch einstufen. Es gibt null Hinweise, dass daraus wirklich ein Spiel werden könnte. Da muss dieser ominöse Nihil Enane noch ein bisschen was nachlegen, wenn er seinem Projekt Glaubwürdigkeit verleihen will. Weil wir gerade bei Horror sind, machen wir weiter mit Ill. Bilder dieses Spiels geistern schon seit gut 2 Jahren durch YouTube und versetzen Fans von ekligem Body-Horror in Verzückung. Ill wird von seinen Schöpfern beschrieben als First-Person-Horror-Spiel mit aufregenden Designs, aufwendiger Physik, Echtzeit-Körpertransformation und mit einer unkomplizierten, aber dennoch schockierenden Geschichte. Unter dem Namen Team Cloud haben sich 2020 4 talentierte und im Videospielbereich erfahrene Künstler formiert, die ihr Projekt über Patreon crowdfunden lassen und zudem auch einen Publisher suchen, der das Projekt mitfinanziert. Postings auf Patreon, aber auch Videos auf den YouTube- und Instagram-Kanälen der Mitglieder geben einen Behind-the-Scenes-Einblick in ihre Arbeit. Einige Leute haben kein großes Vertrauen mehr darin, dass Ill wirklich jemals das Licht der Welt erblickt. Den ersten Trailer konnte ich auf Februar 2021 zurückdatieren, ein anderer wurde im Juni letzten Jahres auf der Future Games Show gezeigt und danach passierte nicht mehr viel. Zudem hat die Patreon-Kampagne zu Ill auch eher wenige Unterstützer. Aber ich finde, es ist noch zu früh, den Titel jetzt schon abzuschreiben. Videospielentwicklung ist gerade für Startups ein langwieriger Prozess. Die Ambition und das Talent der Macher, ihre Mitteilung zu einer Vertragsunterzeichnung und die positive Resonanz der Community sprechen nach meinem Gefühl dafür, dass aus Ill noch was werden könnte. Die Vaporware-Gefahr sehe ich daher bei 50-50. Wir bleiben bei Horror und kommen zu Paranormal Tales. Aus der Perspektive von Smartphone, VHS-Kamera und Bodycam, da ist sie wieder, erlebt ihr verschiedene in sich abgeschlossene Einzelgeschichten. Daher wohl auch der Name, Tales Mehrzahl. Allerdings steckt hinter der Namensgebung auch ein besonderer Kniff. Die Initialen sind nämlich P und T. Und damit wollte man nicht auf das weltbekannte Comedy-Duo P und T anspielen. Wohin fahren Sie denn? Nach Berlin? Hä? Sondern auf P.T., dem in der Versenkung verschwundenen Silent Hills-Teaser von Hideo Kojima. Geschickt eingefädelt. Laut Steam-Beschreibung wird das Spiel mit einem Sinn für Hyperrealismus entwickelt, um ein visuell atemberaubendes und unvergessliches Erlebnis zu schaffen, das auf der Unreal Engine 5 basiert. Paranormal Tales wird entwickelt von Digital Cybercherries, einem kleinen Indie-Studio, das jedoch immerhin schon erfolgreich ein Spiel veröffentlicht hat, nämlich Hypercharge Unboxed, ein witziger Mix aus First-Person-Shooter und Tower Defense. Digital Cybercherries scheint zwar ein sehr junges, aber doch professionelles Indie-Studio zu sein. Ihr erstes Spiel Hypercharge Unboxed war von hoher Qualität und ziemlich beliebt. Paranormal Tales scheint zudem auch kein allzu anspruchsvolles Projekt zu werden, als dass diese Truppe das nicht stemmen könnte. So, ab hier geht's jetzt mal in eine ganz andere Richtung, nämlich zu Third-Person-Spielen von fernöstlichen Studios. Phantom Plate Zero feierte seine Premiere im Rahmen des PlayStation Showcases im Mai diesen Jahres und beeindruckte visuell in vielerlei Hinsicht. Detaillierte Umgebungen, atmosphärische Lichtstimmungen, fluffige Animationen und abgefahrene Charakterdesigns sorgten für offene Münder. Das Action-Rollenspiel findet in einer chinesisch stilisierten Steampunk-Welt statt und dreht sich um einen kampferprobten Agenten, der von seinem Orden verstoßen wurde und nur noch 66 Tage zu leben hat, um Rache zu nehmen. Phantom Blade Zero wird vom in Peking ansässigen Studio S-Game entwickelt, das man hierzulande kaum kennen wird. Oder habt ihr schon mal was von Rainblood Chronicles Mirage gehört? Also ich nicht. Interessant ist aber die Zusammenarbeit mit Cruel Man Studio. Dieses Studio produziert selbst keine Spiele, sondern macht Auftragsarbeit im Bereich Visual Art Style Creation und Character Design. Gegründet wurde das Hongkonger Studio 2019 von Michael Chang Ting Yu. Und dieser Herr Chang war Art Director und Lead Concept Artist für Dark Souls. Aus seiner Feder stammen einige sehr ikonische Character Designs wie Grave Lord Nito, King Seeker Frumpt, King Lordrek, Moonlight Butterfly oder Smaug. Wir können also davon ausgehen, dass die Charaktere und Feinde in Phantom Plate Zero keine seelenlose Stangenware sein werden. Auch eher gering, würde ich sagen. Der Trailer zeigt bereits viele verschiedene Szenen, was für ein fortgeschrittenes Entwicklungsstadium spricht. Und das Soulframe,
der CEO und Gründer von S-Game, ein 40-Minuten-Interview auf dem PlayStation-Stand der chinesischen Games-Messe ChinaJoy 2023 gab, stimmt ebenfalls zuversichtlich. Zumindest sehe ich keine Warnzeichen, die auf eine Luftnummer hinweisen. In eine ganz ähnliche Kerbe, nur weniger finster, schlägt Project The Perceiver. Der Titel lässt sich am ehesten beschreiben als ein Open-World-Action-Rollenspiel mit parry-lastigen Kämpfen im Stile von Sekiro oder Wolong. Ein besonderes Feature sind die verschiedenen Masken von Feinden, die der Held in der Welt finden kann oder nach einem Sieg über einen Bossgegner erhält. Zieht er sie auf, verwandelt er sich nämlich in den jeweiligen Gegner und verfügt über dessen Waffen und Fähigkeiten. Project The Perceiver ist das erste Spiel von 17C Studio, ich hoffe, das spricht man so aus, welches ein Tochterunternehmen des chinesischen Entwicklers Paper Games ist. Paper Games selbst wird hierzulande aber auch kaum jemand kennen, weil die haben bisher nur Mobile Games für den chinesischen Markt gemacht. Auch hier bin ich geneigt zu sagen, gering. Was man bisher von Project The Perceiver sehen konnte, macht einen enorm professionellen Eindruck. Zudem gab es auch schon einen knapp 50 Minuten langen Developer-Stream, in dem der Titel live gespielt wurde. Es würde mich also schon sehr wundern, wenn hieraus kein fertiges Produkt werden würde. Auch aus Südkorea kündigen sich vielversprechende Unreal Engine 5 Projekte an. Eins davon wird vorerst betitelt mit Project M und ist ein Sci-Fi-Thriller im Stil der Games von Quantic Dreams, also eher ein interaktiver Film, bei dem Spielerentscheidungen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte nehmen. Project M kommt vom südkoreanischen Entwickler NCSoft, den wir hauptsächlich durch populäre MMO-Rollenspiele wie Aeon, Guild Wars 1 und 2 oder Lineage 1 und 2 kennen. NCSoft ist ein Riesenladen mit langer Tradition und zu Project M gibt es recht aussagekräftiges Bildmaterial, einen aufschlussreichen Developer-Blog und auch eine Q&A-Runde in Videoform, in der Teile des Entwicklungsteams die Fragen der Community beantwortete. Eine Vaporware-Restchance besteht natürlich, aber eine Wette darauf abschließen würde ich nicht. Ich denke schon, dass da irgendwann ein richtiges Spiel draus wird. Das letzte Projekt, auf das ich näher eingehen will, hört aktuell auf den Namen Project Rio. Der erste Trailer dazu erschien im März 2022 und sorgte für eine gewisse Aufmerksamkeit vor allem unter Südkoreanern, da hier eine sehr detailgetreue Nachbildung von der Hauptstadt Seoul zu sehen war. Aber was für eine Art Spiel das werden soll, ist bisher noch nicht final definiert. Lediglich die Bezeichnung Singleplayer Open World RPG schwebt lose im Raum. Klingt erstmal seltsam, aber es wird interessant, wenn man sich ein bisschen in das Thema einliest. Der Initiator des Projekts ist ein Südkoreaner namens Russell, der mittlerweile ein sechsköpfiges Team leitet. Russells Hauptmotivation war es, ein Spiel zu kreieren, das Teile der Hauptstadt Seoul möglichst realistisch abbildet. Er wollte die Orte seiner Kindheit virtuell rekreieren und auch die kulturellen Schätze der Stadt highlighten. Doch was man dort macht und welche Figur man spielt, war zu Beginn noch nicht klar und ist auch jetzt noch im Experimentierstadium. In früheren Videos waren noch ein Anime-Mädchen zu sehen, neuere Videos zeigen aber einen Marshmallow als Spielcharakter, der lustige Fähigkeiten beherrscht. Bei der Spieleentwicklung ist es sicher nicht der schlauste Weg, zuerst die Spielwelt zu bauen und erst danach übers Gameplay nachzudenken. Aber die Nachbildung von Seoul inklusive selbst erstellter Assets, von Gebäuden über Mülleimer und Straßenschildern bis hin zu Speisen, hat Russell und seinem Team schon jetzt eine Menge Aufmerksamkeit beschert. Das Team entwickelte sogar ein öffentlich zugängliches Sightseeing-Display, mit dem Bürger virtuell den frisch renovierten Gwangwamun Square erkunden konnten. Und für die Werbung für die Eröffnungszeremonie nutzte die Stadt Bildmaterial von Project Rio, das dann über zig öffentliche Bildschirme flimmerte. Das zeigt schon recht deutlich das Potenzial der Unreal Engine 5. Selbst kleine Teams können damit Beachtliches auf die Beine stellen. Tja, ich sag mal, irgendwas wird aus Project Rio schon werden und wenn es nur ein Sightseeing-Simulator wird, in dem man Seoul virtuell erkunden kann. Ob aber wirklich ein Spiel daraus wird, so wie Russell das auch immer noch plant, muss man abwarten. Denn wie gesagt, es scheint noch kein wirklich greifbares Spielkonzept zu geben. So, das soll's erstmal gewesen sein, auch wenn es noch weitaus mehr eindrucksvolle Unreal Engine 5 Trailer von uns unbekannten Entwicklern gibt. Zum Abschluss will ich nochmal meine Sichtweise auf diese Trailer darlegen und vielleicht teilt ihr die ja. Es ist voll okay, sich von solchen Videos clickbaiten zu lassen und die tolle Grafik zu bestaunen, allerdings sollte man das immer mit einer gesunden Portion Skepsis tun.
Die Unreal Engine 5 ist kostenlos. Zumindest so lange, bis man sein damit erstelltes Werk kommerzialisiert und damit 1 Million US-Dollar Umsatz generiert. Erst dann werden 5% Lizenzgebühr fällig. Soll heißen, jeder kann sich damit austoben. Und dank vieler schlauer Funktionen ist es selbst für Einzelpersonen verhältnismäßig leicht, detaillierte Gebäude und Landschaften mit realistischer Beleuchtung zu erstellen. Aber Spielentwicklung ist doch so viel mehr. Charakterdesign, Animation, künstliche Intelligenz für NPCs, Sound, Story, Spielablauf, all das muss ebenfalls stimmen. Erst wenn das zumindest erahnbar ist, darf man langsam den persönlichen Hype-Train abfahren lassen. Und selbst dann ist noch Vorsicht geboten. Denn viele der bisher erschienenen Unreal Engine 5 Spiele haben gezeigt, dass weiterhin sehr viel Skill auf Entwicklerseite vorhanden sein muss. Manche sehen schick aus, sind aber nicht gut optimiert und brauchen starke Hardware, um flüssig zu laufen. Andere wiederum laufen angenehm flüssig, sind grafisch dann aber auch nicht auf dem insane crazy ultra realistic Niveau, das man fälschlicherweise von Unreal Engine 5 Spielen erwartet. Deswegen rate ich euch, immer den Erwartungsball flach zu halten, egal wie ultra realistic die Grafik ist. Wie seht ihr diese Trailer? Kanntet ihr die besprochenen Projekte bereits? Welche davon findet ihr besonders interessant? Und habe ich was super Wichtiges vergessen? Haut eure Meinung in die Kommentare, wir sind gespannt drauf. Tschüss. Where the fuck is Oscar?